Herzlich willkommen zu The Last of Us Remastered. Hier zurück, Folge 22 sind wir jetzt mittlerweile schon. Hier haben wir aufgehört beim letzten Mal. Und jetzt fragen sich natürlich einige: Alter, wie sieht der denn aus? Wie sieht der denn aus? Was hat der denn da auf dem Kopf? Ja, ich habe mal wieder keine Lust gehabt, meine Haare zu machen. Wem es nicht gefällt, der kann ja abschalten. So, also weiter geht's. Gute Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja, der Bruder scheint ja... Der Bruder scheint ja nicht besonders begeistert darüber zu sein, dass, was Joel da verlangt. So, wir sind schon direkt in der Action. Ich habe mal wieder den vergessen auszuschalten. Das heißt, das habe ich jetzt erstmal gemacht. So. Jetzt muss ich mir mal eben kurz um. Was sind hier eigentlich? Ich sehe überhaupt keinen. Hallo? 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 Kannst du die Ferne mal benutzen? Uah! Okay. Okay. Backstein. Das muss verstecken. Da kann man, glaube ich, auch klettern. Kann das sein? Ja. Wow! Oh, holla, die Waldfrucht. So, den kriegen wir. Aua! Oder auch nicht? Was ist los? Hä? Ich hab mir den Kopf geschossen. Was ist das denn? Das ist doch gar nicht. Jetzt ist er aber weg. Muss das sein. So, wollen wir mal einen Backstein in die Hand nehmen und ihn mal an den Kopf werfen. Hallo. An den Kopf werfen. Hier. Wo ist der? Wow. So, hier lag noch Munition. Die nehmen wir noch mit. Und eine Eisenstange, die wir
nicht verbessern, aber wir machen ein Medipack, weil... Kolbert, Sie kommen ins Gebäude! Da liegt auch noch Munition. Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur. Oh, hier liegt auch ein Medikit. Und eine Karte. Schaltpläne fürs Kraftwerk. Schauen wir mal. Uiuiui. Schaltpläne fürs Kraftwerk. Wer hätte das gedacht? Das sieht ziemlich kompliziert aus. Ja, so sehe ich das auch, Joel. Ich weiß gar nicht. War hier noch irgendwas? Ja. Wir haben die Aha-Haxt. Okay. Ich weiß, was jetzt kommt. Da hinten werden nämlich jetzt jede Menge Gegner gleich spornen, auftauchen. Da geht's schon los. Oh shit, ich habe gar keine Munition mehr. Ja, schieß doch! Meins. So, hier hätten wir auch. Schimmel noch zwei. Die Flasche nehmen wir noch mit. Nein! Schieß die Hanna vorbei! Nein! Oh mein Gott! Aua! So, ja toll, super. Haben wir den. Nein, der Molotow, Mann! Nein! Ich muss mal einen Schluck Kaffee trinken. Nein! Molotow, Mann hat uns wieder erledigt. So eine Scheiße aber auch. Das waren aber letztes Mal mehr, oder? Also gerade bei der Runde? Oder vertue ich mich da jetzt? Hä? Oder hat er die Gegner gespeichert, die wir erledigt haben? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was das angeht. Backstein. Medikit. So, was machst du da? Hallo? Wow. Ich kann mal werfen. Ich habe jetzt schon wieder eine längere Pause gehabt. Ja. Oh. Bam! Ja, ich habe die alle erledigt, nicht ihr. So, jetzt brauchte ich aber echt verdammt nochmal zwei große Medikits. Ich möchte mich trotzdem noch mal kurz umsehen, ob ich vielleicht ein bisschen Munition hier finde, weil es wird doch schon ganz schön haarig und ganz schön knapp. So, hier liegt eine Flasche. Liegt hier noch was zum Lesen oder so vielleicht auch? Hier darf man wieder nicht rauchen. Nein. Was war denn da? Achso, eine Flasche. Und diesmal hat er den Molotow aber wieder genau dahin geworfen, wo wir vorhin gestorben sind. Also zumindest sieht es ja da aus. So. Ja. Ich schmeiße direkt auf die Birne. Meine Güte, was... Headshot! Monster Kill! Was mit ihm denn?
Achso, das ist ein Freund von uns, okay. Ich dachte schon. Heil Munition, geh weg. Munition, Munition, Munition. Munition. Wow, 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 wow. Ah, okay, das ist... Ah, okay, also alles klar. Der liegt da und steht. Oder ruht sich aus. So, gehen wir das Ganze mal ein bisschen taktisch klug an. Ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, wie taktisch klug ich das mal angehe. Ne? Die Achse ist total geil. Ich hoffe, man findet noch mal irgendwo eine. Jetzt hab ich dich. So. Das soll es gewesen sein. Würde ich sagen. Oh, ein Billardtisch. Alles okay. Die Kleine ist hier. Gott sei Dank. Das war verdammt knapp. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann. Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablegen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt, wo lang? Komm mit. Was? Ich hab sie gerade wegreifen sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzumachen. Ja, stimmt, okay. Dabei ja was. Sei vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. So, und damit herzlich willkommen zu Red Dead Redemption. Das sind Spuren. Teil 2. Nein, natürlich nicht. Ja. Ah, das ist so cool. Das ist so geil. Mann, das ist so geil in Szene gesetzt. Das gibt's gar nicht. Sie kann doch nicht weit sein. Hui. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Ja, dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Weite Prärie, große Prärie, Bonanza. Weites Land, gutes Land, la 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 Ja, hier geht's nicht weiter. Ah, ich sehe gerade, wir haben immer noch unsere Axt. Das ist nochmal, das ist nämlich schon mal schön. Und da sind wir gekommen. Vielleicht geht's ja hier weiter. Fußspuren. Die muss in den Wald sein. Ja, da sind die Fußspuren. Ey, was soll das denn bloß? Okay, gut.
Die Musik erinnert mich gerade irgendwie unheimlich an Kill Bill. Ich weiß nicht warum. Hui. Hallo? Oh nein, Molotow-Mann! Oh nein! Molotow-Mann! Oh, so eine Scheiße! Geh außen rum, ich geb dir Deckung! Munition nach da! Nein, Molotow-Mann! Au! Wir sollten mal ein bisschen aufpassen auf unser Leben! Dass wir nicht wieder so viele. Und weg damit! LOL! Grafikbug! Reflex-Film mal wieder ein Grafikbug. Flip, 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 flip. Ich kann machen, dass die Welt verschwindet. Ich bin ein Zauberer. So. Wie geil ist das denn? Reflex der Magier. Wo ist denn hier der Molotow? Ja, brenn, Molotow, Mann! Brenn! So. Da ist Leben. Da ist Leben. Da ist Nahrung. Da hinten schimmelt einer. Der hat gesessen. Definitiv. Also, wenn der jetzt noch lebt. Mein Gott, was hab ich denn? So, ich glaube, der ist auch weg, lieber. Wow. Wo sind die denn? Hallo? Hallo? Oh. Yay. Ah, stimmt, die Shorty haben wir ja auch noch. Ich vergaß. Wir haben ja die Shorty auch noch. Die sollten wir vielleicht mal nehmen. Die ist vielleicht ein bisschen durchschlagskräftiger gegen die Gegner. Du bist der Verdammte! Aua! Das war lang. Ja, so ein Mist aber auch mit dem. Mal nochmal ein Medipack herstellen. Ganz schnell. Und noch eins herstellen. Und dann direkt eins nehmen. Tabletten haben wir in der letzten Zeit gar nicht gefunden. Also ganz wenige. Also da macht uns das Spiel einen Strich durch die Rechnung. Gut, ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir können ja trotzdem mal suchen. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo welche. Ach, da komme ich nicht hoch so. Ja, natürlich. Wer hätte das gedacht? Hier vielleicht in der Hütte irgendwas? Die Shorty nehmen. Hat der Munition? Ja, Munition für die Shorty. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ein Frosch im Hals. Wo müssen wir denn? Achso, wir müssen wahrscheinlich zurück zu den Pferden, oder? Oder wie sehe ich das Ganze? Oder? Ach ja. Ja, komm, da liegt noch zu was. Den Pferden. Ach, Shorty ist voll. Waren die Pferde nicht schon gerade schon? Sind die nicht gerade schon darüber gesprungen? Naja, egal. Ich soll nichts hinterfragen. Ist ja egal. Hui. Altes Land, großes Land und Land. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Oh, da geht's auch lang. Darf ich mal hier lange reiten? Kann man hier was sammeln? Oder ist hier nur... Na toll. Hier ist nur Sackgasse. Super. Vielen, vielen Dank, Naughty Dog. Man kann hier absteigen und dann nochmal so ein bisschen sich umsehen, aber anscheinend geht das nicht oder funktioniert das nicht. Oder kann man doch absteigen? Kann man auch bremsen? Hallo? Hallo? Wo kann man denn bremsen hier? Man kann nicht absteigen. Okay.
Und das fährt in die Bremse. So. Hui. Hoppala. Wir sind ja jetzt im Herbst war das, ne? Genau, im Herbst. Sommer hat ja alles angefangen, dann Herbst. Müsste eigentlich, nächstes müsste ja Winter sein, ne? Wenn ich jetzt richtig in der richtig in Erinnerung habe, müsste es ja Winter sein. Oh, die Puderrosa rennt. Ja, wer kennt sie Ranch nicht? Unser Pferd. Yeah. Sie muss da drin sein. Hidden Pines. Coral. Oh. Oh. Sieht sicher aus. Noch sieht sicher aus. Ach, guck an. Jetzt kann Joel absteigen. Sehr, sehr merkwürdig. Ich muss gleich erstmal nochmal einen Kaffee trinken. Kann ich mich da in der Scheune umsehen? Geht das? Ne. Ich muss also da reingehen. Okay. Schaukelstühle. Hui. Ich schaukel aber kurz. Vorsicht. Ellie? Ellie! Bist du hier? Oh, Herrgott. Ich möchte mich mal eben kurz hier umsehen, bevor ich nach Ellie gehe. Ja, wir sollten uns definitiv unterhalten. Ellie kann ja nicht einfach weglaufen, ne? Von uns. Mein Gott. So. Oh. Was wird das denn? Ratten in der Küche. Ja, Ratten in der Küche. Ratten in der Küche. Ratten in der Küche. Wer kennt's nicht, das Lied? Ratten in der Küche. Ratten in der Küche. So. Huch, da haben wir noch ein bisschen was. Können wir was herstellen wieder? Nee, können wir nicht. Warum frage ich eigentlich? Und da ist wieder Blue Rain. Das Waschmittel. Blue Rain. Ich glaube, ich sollte mal demnächst mal einkaufen und mal gucken, ob ich auch Blue Rain bekomme. Mal so bei den Supermärkten in der Kasse mal fragen. Hallo, haben Sie Waschmittel Blue Rain? Und dann wird die mich bestimmt so verdutzt angucken. So. Ja, umsehen. Genau, da liegt noch ein Comic. Das ist der Comic, den sie immer liest. Ja. Der Nullpunkt. Nullpunkt. Chevy Starlight. Nullpunkt. Nullpunkt. Vor 15 Tagen hatten die Reisenden die Enttarnte von Neumann entdeckt. Der Angriff tötete den Großteil der Mannschaft und vielleicht noch weniger. Er unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Mit unter Lichtgeschwindigkeit würde es 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für Daniels verloren zu sein. Oh mein Gott. Lalalalalala. Boah, jetzt so eine schöne Dusche. Im Übrigen hat sie immer noch nicht... Ja gut, ein bisschen hat sich's abgekühlt, aber es ist immer noch warm. Ich vermute mal, dass Ellie da sein wird. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier gucken. Ja. Sehr schön. Gegenstände. Können wir denn jetzt ein Medipack herstellen? Nein, kann man aber... Oh, unsere Axt verbessern. Ja! Wie geil. Okay. Da brauchen wir noch eine Klinge. Dann können wir wieder eine Nagelbombe bauen. Das müssen wir demnächst dann machen. Müssen wir dran denken, wenn wir ein paar Scheren finden. Hier liegt aber auch nichts Großartiges. Da ist die Tür. Ich vermute mal, dass Ellie... Ja, in einer von den Türen steckt. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, dann fällt mir nämlich auf, dass ich es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen werde. Obwohl, 24. Ach, wisst ihr was? Mach mal einfach mal. Wenn ich schneide, ist einfach zusammen. Huch, hier ist ja eh die Badewanne. Badewanne! Und ein Lappen und. Alohol. 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 So, welche Tür ist es? Abracadabra, wahrscheinlich die da vorne vor Kopf. Ja, sehr schön. Können wir nochmal hier gucken. Und wir sind immer noch ein Vampir. Das war ein komischer Spiegel.
Okay. Entschuldigung. So, Notbuch. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein. Und unterhalten uns mal mit Ellie. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Na? Einfach weglaufen? Dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Das klingt nicht sehr gut. Oh. Oh, oh. Das klingt nicht sehr gut. Und... Was macht Ellie da? Ellie? Gegen die Wand laufen, ist jetzt neu in Mode. Ich werde es mal ausprobieren. Ich mach mal Pause, denn, ja, wie ich schon mal sagte, die Zeit läuft mir ab. Wir spielen hier in einer weiteren Folge weiter. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Es bleibt spannend. Also, schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Macht's gut. Tschüss.